So, der Bass steht sowieso noch im Weg. Okay. Ja, jetzt hat die Anlage auch. Oh, oha. Spiele ich in der Zwischenzeit ein bisschen Bling schon mal zum Anbieten. Ein bisschen Bling. Reicht mir. Mir ist auch viel zu warm. Ich habe viel zu viel an. Wohn 2017. Welcher Song wie lange ist? Und das sieht gut aus. Man kann nicht viel lesen, weil da ist mit Spiritus gereinigt. Hier, kannst mal gucken. Das ist ein wichtiges Zeitdokument. Hier steht Kacken. Das erste, was ich lesen kann. Schön. Fahren. Das nehme ich nicht. Das ist ganz furchtbar. Das ist ganz schlecht. 192. Das brauchte ich. 162. Das ist aber wenig. Die Frage, ob ich so wie ursprünglich oder ob ich... Ich denke, ich mache das. Wobei der andere... Wobei der andere... Ah! Ah! Das hatte ich neulich auch schon öfter. Das steht nämlich viel zu nah dran hier. Da. Komm, hier. Machen wir für die Emos. Machen wir hier so ein bisschen. Ich spiele nochmal meine üblichen... Ah, das ärgert mich jetzt schon. Sind die Gruppensiegersocken, die Original-Gruppensiegersocken. So. Weiter im Text. Damals übrigens noch aufgenommen mit Kristall. Ist traumhaft, ist Freeware. Guckt euch das mal an. Da ist auch ein ganz toller Reverb. Am besten warte ich mal einen Moment. Sonst kann ich den nächsten Take eh vergessen. Ich nehme mich zu kaputt. Kennst du Kaput? Kaput ist Tupac Rückwärts. Das ist ein Rapper aus Iserlohn. Ich habe noch nie was von dem gehört, also Musik. Ich habe das doch früher nicht gemacht mit den 5 Kicks. Das kann mir doch keiner erzählen. Im zarten Alter habe ich doch ins Knie, ey. Ich fange nochmal von vorne an. Wir haben ja Zeit. Pass auf, warte mal, warte mal, warte mal. Guck, hier hast du es. Da. Da unten ist Cubase, da so. Ich nehme jetzt ein paar Sachen auf. Du kennst das alles ja schon. Oh, warte mal, den Teppich brauchen wir. Und ich muss 5-mal treten. Das ist schon so ein Abgefucker am Anfang. Angeschlossen. Abgenommen. Gerät kaputt. So, das waren die Witze. Jetzt kommt nur noch hier dröger Alltag, okay? Ich drücke jetzt hier auf Aufnahme. Mein nächstes Album ist 10 Jahre alt und es fängt so an. Also es war jetzt das, dafür war es echt gut. Merkt, ich habe es gestern ein bisschen unrund. Gehen wir weiter zum nächsten, das sogar wirklich. Als Beweis, damit du das auch nachvollziehen kannst, beende ich jetzt mal kurz die Aufnahme, weil ich mache jetzt nichts, was du nicht gerade schon gesehen hast. Nur ein bisschen besser, okay? Okay. Tschüss. So, das ist mein neuer Schreibtisch. Hier, achte mal, guck mal. Und der kam in diesem Case. Hier ist die Box, die ich jetzt auch nicht mehr brauche. Dieses Lied hier, warte, wo haben wir es? Da, vielleicht kennt das noch irgendjemand. Da oben ist mein Mischpult. Die müssen vorverstärkt werden. Das passiert in dem Ding, das gehörte mal meiner Schule. Aber das haben die vor 10 Jahren schon vergessen. Die Hälfte von der alten Stereoanlage meiner Eltern, die mir den ganzen Krempel dann wieder verstärkt. Und ich bin fertig. Naja gut, glaubst du mir einfach. Ich habe 5-mal auf Aufnahme gedrückt. Ich habe 3 Takes. Den haben wir im Kasten. Guck mal. Machen wir mal das nächste Lied. Ein bisschen langsamer habe ich jetzt noch nicht so raus, weil dazu kam ich ja gestern noch nicht. Ich mache hier mal schwarz, blau, blau. Das reicht. Original 162. Das lag aber an der Software, die ich damals benutzt habe. Hallo, darf ich vielleicht? Soundclub for Windows. Ist Freeware. Müsst ihr mal googeln. Könnt ihr ganz wundervolle Sachen mit einprogrammieren. Das ist ein Traum. 192 und jetzt hat er 190, weil ich alt geworden bin. Und dieser Song hatte 162 und jetzt hat er 160, weil ich alt geworden bin. In einer Stadt... Ein Lied, das wir, glaube ich, nie mit Georgi Dunkow gespielt haben damals, obwohl es öfter mal eine Diskussion war.
Aber ich glaube, wir kamen da nie zu. Weil dann schon wieder die nächsten 30 von mir kamen, von denen zwar 25 nicht so toll ankamen, aber die anderen 5 haben uns dann halt auch beschäftigt für das Jahr. Kannten den dann auch. Man musste sich dann nur einmal von MySpace rüberklicken zu meinem. Das waren noch Zeiten, Mensch, da hattest du noch Hintergrundbilder und so. Das war auch der schon. Ich muss ein bisschen die rechte Hand entspannen gerade. Nicht, was du wieder denkst. Guck mal, wenn ich aus der Strophe komme. Dann erst den und dann bin ich ja im Chuk-Suk-Buff. Chagulukpaf. Ich denke, das geht. Und dann bin ich wieder sowieso in dem drin. Und was ich üben muss, das habe ich gemerkt. Ich habe mir ein paar Aufnahmen behalten, kriege da unterm Strich was ziemlich. Ich weiß nicht genau, wie ich jetzt weitermache. Baue ich mich schon mal an der Gitarre auf, dann muss ich ja gleich eh dran. Vielleicht kriegen wir noch, wenn nicht, machen wir die Tage weiter. Okay, okay. Sheesh. Die machen wir rot, alles andere ist jetzt erstmal egal. Ich habe wahrscheinlich eh nur noch Zeit für einen, den mache ich auch noch, weil das ist dann schon mal ein gutes Gefühl zu wissen, dass hier alles noch funktioniert nach 100 Jahren. Als wir diesen Song live gespielt haben mit Georgi Dunkow, lief genau diese Gitarre an eurem rechten Bildrand über genau diesen Amp an eurem linken Bildrand. Deswegen werden wir das originalgetreu nachstellen. Das hat zur Folge... kein Release, kein Hold, kein Attack, volle Pulle, dicker umknicken, bisschen mehr Make-up. So wie ich. Das ist viel zu laut. Ich mach Hoppala, das war jetzt dein Stromkabel. Genau jetzt aus dem Bus, glaube ich, aus dem Zug. Deswegen lass uns mal ganz schnell, aber mal gar nicht den Song, weil ich dumm bin, den anderen Song. Wo ist er denn? Hier, wolltest du mitgucken? Hier ist mein Cubase. Ach, nicht auf die Drums. Und du bist noch minus 20 hier. Minus 20. Minus 20. Eigentlich müssten hier jetzt schon Leute durch die Tür. Ist nicht der Fall. Kann ich mir nämlich schon mal den Gitarrensound in Stereo. Nur schnell anfangen, bevor die Tür aufgeht. Rechts und dann kann ich schon mal gucken, ob das hier alles klar geht. Vom Aufbau her und Verkabelung, ob ich hier mein Glück nicht riskiere, oder? Soll ich einfach... Könnt ihr ja mal das Solo oben drauf. Nur mal frisch. Und wie hatten wir das denn? Am besten hier so einen bluesigen. Hier mit ohne Höhen und so. Ja, vielleicht auch doch mit Höhen. Hier, das blaue. Nee, komm, das goldene Solo. Geht so, ne? Komm, mach mal noch so eins. Hier kommt ja irgendwie niemand. Na, fast. Ich glaube, das war ziemlich fett. Wenn er hier ganz oben, wenn er nicht zu verstimmt klingt, war der ziemlich, ziemlich fett. Und damit mache ich jetzt erstmal Feierabend. Mal gucken, wie es mir nachher geht. Ansonsten einfach nächstes Mal, okay? Du deinen Bierbauch zart, verzweifelt spielst du an die
Reggae. Come on, come on, Alter! Du bist ein einsamer, armer, alter Mann, der keine kriegen kann. Du bist ein einsamer, armer, alter Mann, ich zünd ne Kerzen für dich. But I feel like I'm 28 again. Nicht schlecht, also irgendwie so eine Art ging da noch. Ich werde dann natürlich noch mal ein, zwei, dreimal über das Original hören und über sämtliche anderen Versionen, die so in der Zwischenzeit. Deswegen ist jetzt mein Vorsatz fürs neue Jahr. Ich habe wieder meine grünen Schuhe. Ach cool, übrigens das Brummen und Rauschen, was wir hier gerade hören. Warte mal. So wird's weg sein, genau. Das ist auch auf einem H. Manche sagen auch B. 20, 20, 40, wunderbar. Schieß. Oh. Genau wie du und ich.